Hallo Leute und willkommen zurück bei Zelda Phantom Hourglass. Wir sind hier auf, ich weiß gar nicht, der Insel der Ruinen oder sowas. Und haben hier gerade mit den Rittern des Daiku-Königreichs gesprochen und wir werden in diesem Part auf jeden Fall die Insel wieder zum Leben erwecken und wir beeilen uns jetzt hier mal ein bisschen, nicht, dass wir noch getroffen werden von diesen komischen Typen. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Wir rennen hier jetzt einfach mal ganz schnell durch. Alter. Die gehen mir jetzt schon übel auf den Sack, die Kerle. Diese Ritter, diese Skeletttypen. So, und wir nehmen jetzt hier den kleinen Shortcut mit und sind damit auch gleich wieder beim ersten Ritter drüben. So. Und damit können wir die Insel wieder in ihren Zustand zurückversetzen, wie er früher mal war, scheinbar. Zack. Mal sehen, wie das jetzt aussieht. Ich bin gespannt. Oh, okay. Fettes Beben. Das Wasser sinkt. Das Siegel wurde mit dem königlichen Schlüssel gebrochen und das Land ist wieder auferstanden. Nun geh und beschreite den neuen Pfad und triff den ersten Ritter Ingolf. Ingolf. Alter, was denken Sie sich für Namen aus? Passt irgendwie nicht so richtig zu Zelda, aber gut. Fantastisch! Schau, Chrissy, das Aussehen der Insel verändert sich. Die Hälfte der Insel, die unter Wasser war, ist emporgestiegen. Das Wasser ist komplett abgelaufen. Lass uns nach unten gehen. Chrissy. Chrissy. Ja. Okay, wir können also jetzt auch die unteren Bereiche der Insel erforschen. Und ich denke mal, damit haben wir da unten jetzt auch ein Labyrinth. Oder eine Art Labyrinth. So. Lohnt sich ja eigentlich gar nicht, die Gegner zu töten. Oh, eine Kiste. Was? Ich will die Kiste. Ja, so. Ein Krafttropfen. Ja, super. Wie sieht denn das überhaupt aus mit unseren Krafttropfen hier? 9, 17 und 15. Da fehlt auch schon einiges noch an Tropfen. Die Frage ist halt wirklich, wo findet man das ganze Zeug, ne? Das könnte tatsächlich sich noch irgendwann als schwierig... Ah, okay, so kommt man zu den Dingern. Und geh von mir geradeaus nach Nordwesten. Nordwesten. Okay, 3. Ich schreibe da einfach mal eine 3 hin. Nicht ohne Seife waschen. Mach mal so. Oh Mann, den habe ich jetzt nicht erwartet. Ich hasse diese Viecher. Nein. Oh, ich hasse Raubschleime, Leute. Ich hasse sie. Der lohnt sich ja nicht mal. So. Geh von mir geradeaus nach Südwesten, nicht ohne Seife waschen. Also ich mach das immer so, nicht ohne Seife waschen, ne? Ist so für mich Norden, Osten, Süden, Westen, ne? So merke ich mir das. Geh von mir aus geradeaus nach Südwesten, nicht ohne Seife waschen. So, und das bedeutet... Irgendwie so, ne? Verbindet die Sterne und das Wappen wird sich dir zeigen. Okay, wir müssen auf jeden Fall die einzelnen Tafeln verbinden, meiner Meinung nach. So, das war die vierte Tafel auf jeden Fall. Und das hier ist wahrscheinlich die erste. Alter, was ist denn das hier? Ich sag euch, Leute, was das für Viecher sind, ey. Ich hasse sie über alles. Ah, ne, geh von mir aus gerade nach Norden. Okay, verbinde die Sterne, bla bla bla. Okay. Das scheint wirklich ein paar mehr zu sein.
Karte. Nach Norden. Okay, das scheint wirklich ein Stern zu sein vielleicht. Geh von mir aus gerade nach Osten. Okay. Es beginnt und endet mit mir, stand da, glaube ich, jetzt noch. Sehr schön. So, was sagt er? Finde die Steintafel mit den 5 Sternen. Sie verwaltet das Wappen. Okay, das ist einfach nur eine Infotafel. Schön zu wissen. Okay, was bist du für einer? Du bist bestimmt Nummer... Du bist Nummer 4, okay. Na, dann müsste das hier Nummer 2 sein, richtig? Wenn die 5 Sterne miteinander verbunden sind, wirst du glücklich sein. Okay, doch nicht. Ja, hier ist die erste. Die zweite. Okay, von mir aus gerade nach Süden, okay. Das ist also, so sieht das dann aus. Warum auch immer. Ich weiß noch nicht genau, was sich daraus dann im Endeffekt resultiert. Aber ich denke mal, das müssen wir irgendwo einzeichnen, dieses Wappen. Oder irgendwie so ähnlich. Irgendwie so muss das dann im Endeffekt aussehen. So, die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich stelle sie auch gerne jedem, der eine Ahnung davon hat. Ich muss es aber wahrscheinlich selber herausfinden. Wahrscheinlich hier irgendwie, oder? Das sieht gut aus. Oh Mann, nicht schon wieder die. Also ich bin echt froh, dass wir uns beim Terry-Händler jetzt ein paar Tränke gekauft haben. Es wird hier wirklich ein bisschen drastisch werden jetzt langsam. So, warte mal, wir können jetzt hier bestimmt runtergehen, oder? So. Und hier ist jetzt auch irgendwie was aufgeploppt. Nicht so wirklich. Jetzt hab ich wieder Scheiße gemacht hier. Okay, warte, ich springe hier einfach nochmal runter. Oh Mann, was mache ich denn nur wieder für Scheiße, Leute? Tut mir leid. Ich bin wieder heute schrecklich. Schrecklich, schrecklich alles. Okay, ich würde zumindest gerne noch in den nächsten Dungeon kommen, in diesem Part. Wäre schön, wenn ich das noch schaffe. Es ist doch ein bisschen länger geworden, das ganze Projekt, wie ich dachte. Wir sind jetzt schon in Part 38, glaube ich. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich schätze, es wären noch um die 50 Parts werden, wirklich. Denke ich wirklich, ja. Hat sich doch ziemlich noch gewandelt, das Projekt. Ich hätte es auch selber nicht geahnt. So. Also, dann nochmal hier durch. Ach, Mann. Diese scheiß Felsblöcke. Oh, oh, oh. Okay. Sehr, sehr gut. Okay, hier unten kann man jetzt auch lang. Ach du Scheiße, wollen wir da unten überhaupt lang? Wir gehen jetzt mal hier unten lang. Vielleicht gibt es hier unten ja noch irgendwelche Geheimnisse. Geheimnisse. Ich hoffe, ich habe nur keine Scheiße jetzt gebaut. Okay, das dachte ich mir schon, dass die sich zum Leben erwecken. Aua. Ah, ja klar. Der eine rollt da lang, der andere da, oder wie? Och Mann. Überall rollen hier diese scheiß Felsbrocken rum. Gibt es hier denn irgendwo noch ein paar Schatzkisten? Lohnt es sich denn hier lang zu laufen überhaupt? Okay, hier ist... Okay. Ein paar Herzchen finde ich sehr gut. So, dann einmal hier das Ding runterrollen, bitte. Ah, das finde ich schön. So. Den können wir auch wegwerfen. Noch ein paar Herzchen. Wunderbar, wunderbar. Oh mein Gott, euch will ich nicht haben.
So, muss ich denn? Ich sollte nochmal kurz warten, bevor ich den losschicke, glaube ich. Okay, aber ich glaube, ich muss den da lang ballern. Oder da lang. Unten oder rechts? Ich sag jetzt einfach mal unten. Okay. Ah, ein weiterer Shortcut. Das finde ich gut. Hier haben wir jetzt wieder irgendwie so Skelette, die hier rumrennen. Okay, hier komme ich noch nicht weiter. Wie sieht es hier oben aus? Okay, hier rennen auch nur wieder irgendwelche Skelette rum. Bam, bam, bam. Also das ist wirklich eine heftige Insel, muss ich sagen. Gar nicht mal so schlecht. Also hier komme ich überall noch nicht weiter, wie es aussieht. Obwohl da komme ich in die Pyramide rein, glaube ich. Okay. Ist das denn die Pyramide von Ingolf? Okay, Tempel von Ingolf. Der Tempel von Ingolf. Ein paar Herzchen finde ich gut. So, was sagt denn Ingolf jetzt? Hallo. Oh, ich bin der erste Ritter Ingolf. Dass ein Mensch in der Lage war, das Siegel der Insel zu brechen. Ich kann dir erlauben, ihn zu treffen. Wenn du Wort hältst und das Monster besiegst, das den Schlaf unseres Königs stört. Jedoch musst du zunächst die Prüfung bestehen, der du dich gleich unterziehen musst. Also willst du dich meiner Prüfung stellen? Ja. Ich verstehe, dann erlaube mir zu erklären. Um den Tempel des Königs zu betreten, musst du den Korridor Tür mit dem Geheimwappen öffnen. Du musst das Rätsel lösen, das auf der Tafel im Korridor geschrieben steht. Ich öffne dir den Eingang zum Vorplatz. Nun mach dich auf den Weg. Okay. Das Geheimnis, haben wir wahrscheinlich schon gelöst, das Wappen, welches wir einzeichnen müssen. Schau, diese Tür. Das ist der Eingang zum Korridor, der zum großen Tempel führt. Ja, hat sich geöffnet. Wunderbar. Und da oben wird dann wahrscheinlich der Hauptdungeon sein. Aber viele kleine Rätsel finde ich schön gemacht. So, und hier müssen wir das jetzt einzeichnen. Das ist also die Korridortür. Die Steintafel ist hier drüben. Die Steintafel im Labyrinth an der Oberfläche. Das Wappen wird auf den Karten desjenigen erscheinen, der die geheime Lösung kennt. Okay. Das Labyrinth an der Oberfläche? Glaubst du, das ist eine Art Irrgarten? Hast du so etwas auf dieser Insel gesehen? Ja, haben wir schon gesehen. Okay. Haben hier oben angefangen. Oh, nichts passiert, na klar. So. So, dann so, dann so und dann so. Richtig? Das müsste es sein. Jawohl, Leute, wir haben das Rätsel auch schon gelöst. Super. So. Und damit kommen wir sogar ganz super effizient noch in diesem Part in den Tempel. Du hast es geschafft, Chrissy. Jetzt können wir zum großen Tempel gehen. Ja, krass, aber die Insel, die hat echt mal richtig aufgehalten. Das war schon mal nicht übel. So, zack. Das sieht aber noch so aus, als ob wir uns hier noch einen Kampf... Ja. Ich hab's ja gesagt. Wunderbar. So. Da ist eine Schatzkiste, Leute. Mann, ich will noch die Schatzkiste haben. Okay, wie komme ich an die Schatzkiste? Komme ich da von drüben irgendwie ran vielleicht? Oder kann ich hier irgendwie... Ah, ich kann hier oben drauf. Pass mal auf. Ne, doch nicht. Ich dachte, ich kann jetzt hier ganz cool oben drauf gehen und irgendwie rumlaufen, aber scheinbar... Ich wette auf jeden Fall, diese Schatzkiste hier, die kann noch irgendwas Gutes enthalten. Wahrscheinlich einen Krafttropfen oder so. Die würde ich mir auf jeden Fall mal einzeichnen auf der Karte. Komm, wir versuchen mal, die noch zu holen in dem Part. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwie. Ach so, ja, ist ja ganz easy. Ist ja ganz easy. Waren wir da drüben schon in der Pyramide? Ja, waren wir schon. Und ich würde mir auch gerne die Fläche hier nochmal angucken. Ich glaube, auf der Fläche waren wir auch noch nicht unterwegs. Da könnte auch vielleicht noch eine Schatzkiste oder so rumliegen. Aber erstmal kurz nochmal zurück.
So. Und das hier muss nach oben. Und dann können wir uns, glaube ich, die Schatzkiste auch ganz einfach holen. So. Man kann es ja vorher nicht wissen, ne? Ein Weisheitstropfen, jawohl, wunderbar. So, dann kann ich den auch gleich mal hier entfernen. Das gepunktete, ups. So. Und da drüben die Fläche müsste man sich rein theoretisch wirklich nochmal anschauen. Könnte sein, dass da noch irgendwas Pragmatisches ist. Ja, weiß man aber vorher auch nicht. Ja, was mache ich denn wieder? So. Ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, gehen wir jetzt in den Tempel und beenden damit auch schon den Part. Ja, ich weiß, es ist wieder ein bisschen zu früh, ne? Aber ich nehme einfach wieder als Ausrede, wir befinden uns hier in der Vorproduktion und außerdem noch dazu, ob da drüben irgendwas ist, ich kann's nicht sagen. Da drüben rennt auf jeden Fall, sind ein paar von den Skeletten. Wäre halt gut zu wissen, ob man da irgendwie, ne, ob da irgendwas ist. Zumindest sehen, ob da eine Schatzkiste oder so ist, würde mich interessieren, aber kann man nicht genau sagen. Ja, ich nehme als Ausrede, dass ich mich immer noch in der Vorproduktion befinde. Kann man hier runter? Tatsache. Ja, geil. 200 Rubine, okay. Ah. Ja, Mann, Muttropfen, geil. Ah, es hat sich wirklich gelohnt. Ja, ich habe jetzt als Ausrede genommen, dass ich mich noch in der Vorproduktion befinde, aber jetzt hat doch der Part doch schon seine Zeit ganz gut wieder erreicht und ich habe es tatsächlich noch geschafft, hier was Nützliches zu finden auf der Insel. Hier ist also gar nichts. Wusste ja nicht, dass das jetzt so schnell geht mit dem dahinkommen. Ja, gut. Dann macht man sogar ein bisschen Überzeit jetzt noch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, es hat geklappt. So, wunderbar, ich freue mich. So, dann können wir hier nicht runterhüpfen. Ist das dein Scheiß Ernst? Oh nein. Oh, hier ist auch eine. Ah. Okay, 100 Rubine. Mann, ich will mehr Tropfen haben, Leute. Mehr Tropfen. Mehr Tropfen. Okay. Wir haben uns aber wacker geschlagen, liebe Leute. Ich bin stolz auf mich in diesem Part. Wir haben gut was erforscht, gut was gefunden. Waren wir hier schon drinne? Ja, oder? Ich glaube, wir waren hier schon drinne. Oh. Das wäre nicht vonnöten gewesen. Gut, dann betreten wir jetzt noch den Tempel, liebe Leute, und beenden damit den Part. Das war dann noch ein ganz erfolgreicher Part, meiner Meinung nach. Kann man so auf sich beruhen lassen, würde ich sagen. Ich werde mich schon mal verabschieden. Ja, damit habe ich es geschafft, liebe Leute. Ich habe komplett die ganze Sache hier durchgezogen. Ich bin dann ab heute wieder aus dem Urlaub da, kann ab heute wieder aufnehmen oder ab gestern wieder aufnehmen. Hab das ordentlich durchgezogen, hier die ganze Sache. Und freue mich, ja, dass ich euch jeden Tag trotz Urlaub ein Video bieten konnte. Und ich würde sagen, liebe Leute, falls euch das Video wieder gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, ein paar Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Und schaltet das nächste Mal wieder ein zu Zelda Phantom Hourglass, dann wird es hier richtig gruselig, denn dann betreten wir eine richtige Pyramide. Macht's gut, euer Zelda-Junge. Tschüssi.